weiter mit Rogue Trader Koop-Kampagne mit Hunter Hammy. Hey, hey. Wir sind heute nicht auf der Raumschiffbrücke, weil wir haben eine Boarding-Party loszuschicken in ein ausgeschlachtetes Raumschiff, von dem aus mein Name gerufen wird. Wo bestimmt mal wieder nicht die Welt untergeht drauf. Pagetto von Valancius. Der Schurkenhändler. Genau das haben die geschrieben. Ja, brauchen wir jetzt nicht lang drum rumzureden. Mein Fun-Fact für heute ist, beim Warp-Reisen kann es passieren, dass man ankommt, bevor man abgereist ist. Ja, tatsächlich. Los geht's. So, ah, cool. Leichen, der Klassiker. Wir haben ein paar Lasguns, da liegt ein Kettenschwert. Was ist denn das für ein Dude in Blau? Hat der eine Mütze an? Weißt du, was viel schlimmer ist? Nee. Der Teppich ist Chef. Jetzt sag mal, was sind das denn da für blaue Dudes? Die sehen schon irgendwie speziell aus. Ich meine, das eine da, das sind ja ganz normale Offiziersuniformen. Das andere scheint so eine Art Trooper gewesen zu sein, aber die in Blau? Die machen so Hauben auf. Das sind keine von unseren. Das Schiff gehört doch angeblich uns, oder? Was war da? Das war von Valancius-Kennung, oder? Das ist auch unsere Farbe hier an der Wand, wenn ich mich nicht arg vergucke. Der eine sieht auch ein bisschen komisch aus. Okay, wir haben hier Mutanten. Spucker. Master von Kallox ist nicht hier, der ist. Mutantenspucker ist ein Technomat. Die Leiche dieser Person, abstoßende Auswüchse, Schorfwucherung, Geschwüre, frische Mutation. Nice, gut, dass wir an Bord sind. Ich schätze, wir räumen auf. Abelard teile er die Mutationsunterdrücker aus. Zeit, die Tabletten zu schlucken. Dann Attacke. Die sind. Ja, der ist sehr beweglich, der Mutant da links. Was ist los bei denen? Wieso sind die alle so am Tweaken hier? Frage. Hallo? The Impure cannot escape their fate. Oha, der Soundtrack geht aber hart. Das hier hin. Wobei, Agenda hätte ich gern. Ja, gut, wir haben einen im Nacken. Der Rest ist alle unten. Ich kann zweimal bevor der hier dran ist. Das heißt, ich würde mich hier hinstellen und meine Scharfschützenfreundin hier behalten. Die kann ihn jetzt am Anfang anschießen und dann kann ich mich da noch drum kümmern. Das sollte reichen, denke ich. Haben wir Prioritätsziele? Die Vollstrecker haben viel HP. Haben wir Blendgranaten hier im Raum? Sieht aktuell nicht so aus, würde ich sagen. Ja. Schwerter. Die Spucker sind halt Technomaten gewesen, ha? Die haben spontane Mutationen, also jede Runde Marspad und Kettenaxt sehe ich da unten. Spontane Mutation, toll. Toll. Also so richtig eklig hier, ja? Der Rest ist nicht so dolle. Ja, die haben ein paar Kettenäxte und ein paar Messer und ein paar normale Schwerter. Das sind alles Nahkämpfe. Wobei die Spucker können wahrscheinlich irgendwas machen. Säurespeichel. Spuckt Säure mit Schmelzeneffekt. Und die Vollstrecker können zweimal angreifen. Oh ja, ich bleib hier in der Entdeckung, kümmere mich um den Mutanten und guck mal, was hier so hochkommt, nicht? Und du guckst sie böse an da unten. Geh schon aus, ist der Plan. Den Kampf beginnen. Meine Kerle. So, Yeliet. Heiße Eldari-Freundin. Mach mal Schisi-Schisi auf den da. Schisi-Schisi. 95% mit tödlicher Klinge, dann können wir Blöße ausnutzen, nehmen. If I must. Was schnauft die denn so? If I must. Bam! 160. Die Zeitlupe war nice, wie die das Gewehr in Anschlag nimmt und pulverisiert den Mutanten einfach. Die beweglichen Laufwerke weit. 15. So, Cassia hat dann jetzt schon, oder? Wie viel ist denn schon geboostet? Die hat schon mal plus 30 Willenskraft drauf. Die können jetzt nur da hinten hoch, ne? Hier vorne bei uns. Achso, da links, ja. Ich habe denselben Spot gepickt wie du, weil ich nicht gesehen habe, was du angeklickt hast. Cassia? Ja, liedloses Stachen ist mal wieder voll Arsch. Ja, das ist komisch, wenn du verschiedene Level hast, gell? So, und wir sind auch heute auf der Suche nach einem Profitfaktor, damit Agenta endlich ihre Bestimmung finden kann. Anzünden kann ich auch keinen. Dann kann die endlich durch die Gegend stompen. Dann braucht die nur noch Power Armor. Dann kann die so richtig ausrasten.
Was geht denn hier schon wieder auf dem Schiff? Ich hoffe, wir kriegen Antworten und keine Forge-Fiends oder was wir da letztens bekämpft haben. Ja, bitte. Wieso schicken die unsere eigenen Raumschiffe ständig gegen uns, wo wir dann unsere eigenen Leute drauf umbringen müssen? Ich meine, das andere war doch auch von uns, oder? Langsam das war doch von Kiyawa Gamma oder so gewesen. Das ist doch ein Planet, der uns gehört. Also bald dann. Ja. In meinem Spuck gefangen. Mutantenspuker. Kann ich jetzt noch der einmal? Klappert nachts mit deinen Küchenschränken. Mutantenspuker. Genau. Dafür benutzt er seinen extra langen Saugarm, weißt du, damit er das aus dem Raum nebenan machen kann. Und dann Agenta. Ich wollte gerade fragen, was bei Agenta los ist. Die hat diesen Ghillie-Suit an. Ich finde es schade, dass man Umhänge nicht ausblenden kann. Das ist immer wild in so Spielen. Auch in 70er Rüstung. Boah. Wer hat 70er Rüstung? Die Vollstrecker. Gar nichts an, oder? 70er Rüstung. Ja, warte, die hat eine Armaplast an, aber eine kleine. Vielleicht hat die eine Mutation. Noch mehr von den Vollstreckern, damit ich gucken kann? Ne, die hat auch 70 Rüstung. Das ist wohl einfach eine stabile Armaplaste, die da tragen. Vielleicht kriegen wir ja eine davon. Schieße ich denn an? Wie gesagt, die drei Leute, die ich hier spiele, Pascal und Yirlet, die haben einfach nur spezielles Equipment, das nur für die funktioniert. Und mein Rogue Trader kann gar nichts tragen, weil das ein Offizier ist. Herzlichen Glückwunsch. So, dann schieß doch mal auf wen, bitte. Ja, ich bin gerade dabei. Den Ballermann hier. Hat man die inbrünstige Blablabla nicht an, nachdem man geschossen hat? Die bringt in der ersten Runde eh noch nichts. Gewährt zusätzlich 4 Dynamik für jeden Feind, der in einem 5-Felder-Radius ist oder in diesem Zug getroffen wurde. Das musst du mal, nachdem du geschossen hast. Ups. Ja, ist eh Wurst in dem Kampf hier. Wir müssen nur irgendwann, wenn es mal Hardcore ist, müssen wir wissen, was unsere Fähigkeiten machen. Was ist ihm passiert? Ey! Volle Deckung mal wieder übrigens. Kann ich nachgucken, was das für eine Trefferwahrscheinlichkeit war? Oh, ich glaube, der trifft garantiert. Da steht nichts eingetragen. Der hat Kassia umgeschmissen. Was? Der hat Kassia umgeschubst. Tot? Ach nein, umgeschubst. Nee, umgeschubst. Mach mir doch keine Angst. Mach mich doch keine Furcht. Aber Abelard kümmert sich gleich um den Spaß. Abelard! Alter, können die weit laufen, ey. Warum machen die das? Macht nicht ganz so viel Schaden, wie ich mir das gerade wünschen würde. Na gut. Lady, was hast du? Zweimal Kopfweh? Zweimal Schmelzen. Weniger Rüstung, okay. Interessiert mich jetzt herzlich wenig. Blöße ausnutzen. Und dann die tödliche Klinge. Headshot. Sexy. Hey, red nicht so von meiner heißen Eldari-Freundin. Kann ich denn eurem Typ da vorne irgendwas Schreckliches antun? Oh, schießen wird mir schon reichen. Ich würde ihm gerne was Schreckliches antun, nicht einfach nur auf den schießen. Ich glaube, einen Punkt kann ich mir noch abgeben. Wer ist denn dran nach mir? Agenta, wie wäre es denn, wenn du Zielen von mir bekommst? So, nächster Angriff des Ziels ignoriert die Deckung, ist auf doppelte Entfernung effektiv. Das klingt doch sicher gut für dich, oder? Ich schmeiß mir noch Vorteil ausweiten. Und dann putze ich den nochmal von der Platte. Sehr geil. Hi, Momentum. Soll ich sofort rausgeben, oder? Ich weiß nicht, vielleicht die Eldari-Dame. Sieht die den? Kann ich gerade nicht sagen, wen die sieht. Die müsste sich wahrscheinlich bewegen dafür. Kann die sich bewegen damit? Wahrscheinlich schon, gell? Den müsste den aber sehen. My wrath be thy undoing. Ja, den sieht die. Uff, der ist aber zäh, der Brocken, ha? Huh? Da muss ich kurz ein bisschen fingern, damit er Schaden nimmt. Mit dem Waffen, ja?
Ja. Wir müssen mal kurz ein, zwei Knöpfchen drücken. Jetzt besser? Nicht viel. Kannst du nochmal, oder? Ja, ja. Frage ist, ob ich einmal festschieße oder... Bringt mir das was, wenn... Wenn dieser Angriff auf Blöße trifft, verursacht 20 Schaden abgerundet. Okay, die Schadenszahlen, die hier eingetragen sind, sind so ein Quatsch anscheinend. Ja, ich habe den jetzt für 25 angeschossen, bei einem Schaden, der hier eingetragen ist, für 15 bis 17. Jetzt haben wir ein halbes Momentum rausgegeben, um den einen Typ da Platz zu machen. Sind die so stabil? Und ist noch einer. Ja, die 130. Problem scheint ja zu sein, dass sie so viel Rüstung haben. Ja. Ja, das hat keine Trefferwahrscheinlichkeit. Das trifft einfach. Das ist scheiße. Pain cleanses the body. Wie viele von denen haben wir? Nur noch den einen? Der kommt jetzt rüber. Ja, nur noch den einen Spucker. Das ist gut. Yo! Ablad! Lass er sich das nicht gefallen! Ja, das dauert. Der kann dir nicht von alleine wieder aufstehen. Ablad, steh auf! Wer soll mich sonst vorstellen? Wer soll diesen Mutanten erklären, wie wichtig ich bin, Ablad? Und dieser verkackte Spucker ist wieder in Deckung gehopst. Ist er. Ich hasse ihn. Ihn und seine ganze vermaledeite Rasse. Was haben wir denn hier? Ich kann eine Brandgranate darunter schmeißen gleich. Brandgranate. Ich spreng das da am dreckigen Spuckerloch. If it serves your cause, no weakness is hidden from my sight. If I must. Ich schnauf jedes Mal, wenn ich dir sage, dass ich auf irgendwen schießen soll. Jemand, wenn ich muss. You cannot force me, Elantak. That is beneath me. Willst du mal nicht? Ja, wenn ich dir jetzt sage, dass sie schießen soll ohne Aktionspunkte, sagt die, ich kann sie zu nichts zwingen. Was ist denn los bei der? Warum ist denn die so mit mir? Sind der gerade Hörner aus der Dunstpiepe geschossen? Bringt ihm aber nichts. Was bringen diese Mutationen denen, die da gerade kriegen? Mutation kann heilen, schaden, blind machen oder eine Vorhersehung gewähren. Blind machen? Oh, das ist doch prädestiniert für eine Granate. Das sieht gut aus. Gehst weiter rüber an die nächste Säule oder kannst du die von da aus alle anrödeln? Nee. Soll ich denen erst eine Granate reinschmeißen? Quatsch, gib's erstmal ordentlich Salvenfeuer rein, solange du noch Zielen von mir drauf hast. Granate kannst du dann immer noch werfen, oder? Ja. Yo! No one can escape the Emperor's Judgment! Nur den mutierten Fullstrecker hast natürlich nicht getroffen. Könnt jetzt noch mal den Gun anmachen und dann nochmal schießen. Laufen und ballern heißt das. Wir nehmen hier auf Deutsch auf. Entschuldigung. Okay, die erste Salve war geiler. Ja. Ablad, steh ja doch auf! Warum liegt er denn auf der faulen Haut? Wer soll das Haus von Valancius denn vertreten, wenn er am Boden liegt? Wie soll man an diesen verdammten Mutantenspucker rankommen? Der ist gleich wieder dran. Ich werde ihm eine Plasma-Überladung Flächenangriff verpassen. Stimmt. Funktioniert tatsächlich, aber es macht nicht allzu viel Schaden. Der ist ja nicht in Sichtlinie für mich. Der ist auch scheiße. Der niemand, der steht perfekt. Was? Der steht perfekt. Wofür? Ja, für sich. Und Agenta ist gleich tot. Cool. Der Vollstrecker ist nämlich gleich dran. Activate Calculated Fury Algorithm. So, wo ist denn hier der Unterschied? Sehr gut. Du wurdest Pascal. Das ist mein. Das ist nicht cool, oder? Nee, ich denke, ich überlege mal was Neues.
Ja, was machen wir mit denen da jetzt da? Weiß nicht, ich würde Abelard gerne in die Richtung kriegen, aber... Abelard macht Pause, genauso wie Cassia. Das Einzige, was du machen könntest, du könntest Abelard gleich einen Bonus zugeben, dass er darunter sprintet. Und dann wenigstens er das Ziel ist. Wer ist denn dran, bevor die dran sind? Keiner mehr. Dann muss ich das wohl selbst in die Hand nehmen. Geh auf Seite, Abelard. Ich werde unseren Vorteil ausweiten und diese Mutanten dort niederschießen. Aha. Wie hast du das denn geschafft? Die stand da nicht eingetragen für. Ich sag dir, wie es ist. Sie hat einfach einen Haufen geballert. Eiskalt. Die hat aber jetzt nichts Wichtiges. Intelligenz, Wahrnehmung. Ja, wir können auch gleich wieder vorne rausgehen und uns kurz zusammenkleben lassen, denke ich. Ja, da kommt er nicht bis ran. Also ich glaube nicht, dass die drauf stand auf dem Schuss, den ich abgefeuert habe. Wenn doch, habe ich wirklich nicht aufgepasst. Parkour. Sonst hätte ich Regimentstaktiken gezündet. Tja, Agenta, tut mir leid. Einfach eine Rübe, ihr ballert, die arme Lady. Steckt man nicht drin, kannst du nichts machen, sage ich da mal, ne? Kannst du machen nix. Hier, Abelard, Stimme des Kommandos. Und ich ziehe mich dann zurück. Ich habe meine Arbeit hier vorne an der Frontlinie getan. Beimal angreifen, Maximum ist 28. Ich habe einen Mutanten niedergeschossen, ich habe Agenta niedergeschossen. Alles läuft genau nach Plan. Der Meister wird zufrieden sein. I move swiftly to strike. If it serves your cause. Piepu, 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 kalkuliere Schaden. I understand your intent. Du musst jetzt wahrscheinlich wieder aus dem Leben ballern. Na, das hoffe ich doch. Ich drücke einfach mal alle Knöpfe, die ich habe. Alles, was nicht schießen ist. Präzisionsangriff. Piu, piu. 69, nice. Abelard, pariere er den Angriff mit der Kettenaxt. Töte er diesen Mutanten. Oha. Er holt den Warhammer 40.000 raus. Er hypt sich. Oh. Hast du ihm den Kopf runtergeschlagen, Gas? Gas. Alter, Agenda hat ja alles. Der süßliche Geruch der Leiche ist merkwürdig und das Blut hat einen ungewöhnlichen Farbton. Warum hat Agenda gerade noch zwei... Ich weiß es nicht. Debuffs gekriegt? Die hat ja gar nichts. So, wir haben hier 40er Armaplast und 10 bis 14 Mass Pattern Kettenäxte. Hier unten ist nur Müll. We are bound by the blood of Martis. An den Spucker, da komme ich glaube ich nicht dran. Der sieht aus, als würde ich dann in Säure reinlaufen oder sowas. Hier unten rum. So, hier oben müssen wir mit Athletik drüber. Das machen wir dann gleich. Wir sollten erstmal kurz raus und Agenta den Kopf wieder auf die Schultern setzen, denke ich. Hier sind noch Gitter. Der Maschinengeist bleibt still und versucht die toten Systeme des zerstörten Schiffs zu erreichen. Jetzt der kein Satz für dich. We shall reclaim what is rightfully ours. Wiwu, wiwu, was? Kein Satz für dich. Dieser Umhang verringert die Wahrnehmung aller Feinde um Gefährten. In einem Watt? 5 Zellen Radius, was ein Käse. Haus, Stab des Hauses Cassini. Kannst du mal gucken, das ist für den Navigator. Stab des Hauses Cassini. Finde ich denn das? Weißt du, was sind die, die Saft machen? So, ich kann jetzt den Mantel des Heldentums anziehen, weil ich da die Ikonoklast-Punkte gemacht habe. Ganz toll. Dieser Umhang verringert die Wahrnehmung aller Feinde um den Gefolgschaftsbonus. Ja, nicht besonders viel und hübsch ist der Umhang auch nicht. Die Stiefel, da sollte jemand benutzen, oder? Erhöht die Beweglichkeit des Trägers um plus 5. Unsere Elder Lady kann keine Stiefel benutzen. Und Pascal hat Bewegungspunkte plus 3 an. Der kriegt auch nichts von plus 5 Beweglichkeit.
Abelard allerhöchstens. Ich weiß gar nicht, was der aktuell trägt. Bestimmt irgendwas super Wichtiges. Zu Beginn des Zuges des Trägers erhält dieser plus 20% Ausweichen bis zum Ende der Runde. Gut, wir hüpfen kurz raus und wieder rein. Wir schneiden dann um für euch Menschen. Die war einfach so schockiert, dass ihr eigener Lord Captain sie über den Haufen ballert. Ja, Agenta, manchmal muss man halt dramatische Züge wagen. Irgendwer hat die Leichnäcke rollen. Hier, Dude, Abelard, mache ja einen Weg frei. Nothing's impossible for this old officer. Mal eben alleine alles weggeräumt. Abelard, mache, dass der Bildschirm nicht mehr schwarz ist. Abelard braucht halt. Das ist ein Navigator, oder? Wow! Nee. Was geht denn da? Wir können helfen. Ist das unsere Bizarro World Crew, die da gerade abgeschlachtet wird? Sind wir das? Wen haben wir denn da? Okay, dabei, also. Navigator, doch, Tatsache. Lass mal gucken gehen, was hier so los ist. Bleib mal dicht dran. Let the faith guide my path. Weil da steht auch mutiertes Crewmitglied und mutierter hier. Lass erstmal mit denen reden. Der Anführer der Crew des verwüsteten Schiffs wischt sich mit einer für Navigatoren typischen Geste den Schweiß von der Stirn. Okay, nicht mit der ganzen Hand, sondern mit zwei Fingern. Ach so, damit er nicht das Auge anfasst. Mhm. Ja, bla bla. Lies mal. Seid begrüßt, eure Lordschaft. Eine Vorstellung ist überflüssig. Ich kenne die Erben der Linie von Valancius vom Sehen. Ich bin Han aus dem Haus der Cassini. Ja, eure Stöcke haben wir hier gefunden. Und habe als ranghöchster überlebender Offizier nach dem Vorfall das Kommando übernommen. Oh, können wir den mitnehmen und Cassia endlich rausschmeißen? Die ist so nervig, die Bitch. Nein, der heißt einfach nur Navigator, also wird das nix. Lady Navigator, was für ein unerwartetes und angenehmes Zusammentreffen in Anbetracht der Umstände. Ich hatte noch nicht die Ehre, euch persönlich kennenzulernen, kenne aber natürlich das Emblem des Hauses Auxilio. Wie geht es dem ehrenwerten Regenten? Rest in Pepperoni. Cassia Auxilio, Höflichkeit kann die eisige Kälte eurer Worte nicht kaschieren, Navigator Han. Ich werde Regent Arantu dann auch ausrichten, dass ihr euch nach seiner Gesundheit erkundigt habt. Bestellt Novator Cassini meine besten Wünsche. Und nun sollten wir die Schmeicheleien beenden. Ich bin sicher, der Rogue Trader hat einige Fragen an euch. Okay, seid ihr dann fertig mit Flexen? Während Han spricht, starren dich andere missmutig und angespannt an. Ja, was sind die Mutanten oder was? Alles Mutanten. Ich muss 2 drücken. 1. Das Schiff ist im Hafen von Dagonus registriert. Vor einiger Zeit erhielt also der Captain die Anweisung. Also ist unsere Thronwelt. Wieso ist sie denn auch im Arsch? Der Captain die Anweisung, ein Paket auszuliefern. Dringend und persönlich. An euch, eure Lordschaft. Uns wurde sogar ein Witt von eurem Gesicht gezeigt. Nice. Wer hat denn das aufgenommen? Gute Frage. Die Katastrophe ereignete sich während des Warpsprungs. Alle Einzelheiten werde ich nie erfahren, weil ich mit meinem Hauptpflichten beschäftigt war. Zu navigieren. Aber aus irgendeinem Grund beschloss der Captain, das Paket zu öffnen. Und das, was ihr vielleicht bemerkt habt, hat überaus destruktive Auswirkungen auf die Crew. Also war eine Box Smarties. Ist das die 40k-Variante von Milzbrandsporen? Das Paket enthielt ein Chaos-Artefakt. Eine Chaosbombe sozusagen. Sobald sie aus ihrem Schützenkokon genommen wurde, verlor die Crew den Verstand und begann zu mutieren. Zuerst betroffen waren der Captain und die leitenden Offiziere, aber die Wirkung breitete sich mit unglaublicher Geschwindigkeit aus. Jedes Deck wurde davon verschlungen, jeder einzelne. Die tobenden Mutanten waren nicht mehr bei Verstand. Uns hätte Abelard sich mit seiner Brust auf die Chaosbombe geworfen, dann hätte die einfach verzehrt. Aus dem puren Willen, dem Lord Captain und dem Haus Valancius zu dienen, wäre immun gegen den Effekt gewesen. Eigentlich. Widerstandsprobe, alles gut. Widerstandsprobe, alles gut. Die Toten waren nicht mehr bei Verstand und beschädigten zahlreiche Systeme. Das Schiff war in Schwierigkeiten und wäre ziemlich sicher zerstört worden, hätte ich keinen Notausstieg aus dem Warp durchgeführt. Du bist so cool, Han. Schade, dass wir euch jetzt alle töten müssen. Was? Die Menschen hier sind die einzigen Überlebenden. Da ist doch nur noch einer. Warum? Ja, der Offizier da mit dem Kettenschwert. Oder besser, die einzigen, die am Leben bleiben und ihr Verstand bewahren konnten. Ich habe so viele wie möglich gesammelt, die Gefahrenquelle isoliert und ein Notsignal gesendet. Wir treiben durchs All, warten auf Hilfe und haben wahnsinnige Crewmitglieder abgewehrt. Dann seid ihr gekommen. Klingt nach der Party. Das Paket mit der Chaosbombe war für mich gedacht. Wer war der Absender? Und euch haben die Mutationen und der Wahnsinn nicht betroffen?
Naja, wie man es nimmt. Ich würde als Mutant geboren, wisst ihr? Navigatoren lernen dem Einfluss des Chaos zu widerstehen und das habe ich getan, so gut ich konnte. Aber ich will offen mit euch sein. Ich kann nicht garantieren, dass ich ihn komplett entgangen bin. Sichtbare Abzeichen gab es allerdings. Weiß der Typ, dass er in Warhammer 40.000 mitspielt? Achtsamkeitsprobe. Alles deutet darauf hin, dass Han die Wahrheit sagt. Und du merkst auch, wie schwer es ihm fällt, der Verderbnis zu widerstehen. Er ist extrem müde. Wow, toll. Wo ist das Artefakt? Ich habe es in einem schützenden Sarkophag verwahrt, der verlässlicher ist als das vorherige Behältnis. Er hat es in den Bleikühlschrank geworfen. Ja. Eigentlich für die radioaktive Cola. Leider ist ein so mächtiges Artefakt unter diesen Umständen unzerstörbar. Will sagen, ich konnte nicht garantieren, dass dann alle von uns atomisiert und mehrere Lichtstunden weit im umliegenden Weltraum verteilt. Aber sobald wir das Schiff verlassen haben, werde ich einen Weg finden, das vermaledeite Ding zu zerstören. So. Ich würde gerne noch einen Blick drauf werfen. Nein, würde ich nicht. Mach mal auf die Kiste. Gesteht euch ein, Han. Ihr könnt das Schiff nicht verlassen. Die Verderbnis der Chaosbombe hat euch ergriffen. Wir können Minen in den Überresten des Schiffs legen und alles zusammen mit dem Artefakt aus sicherer Entfernung sprengen. Das klingt nach Spaß. Ich habe die Ressourcen und das nötige Wissen dafür. Ja, ich habe Agenta. Überredung. Oh, vertraut mir, ich werde den Sarkophag mit dem Artefakt zu Leuten bringen, die beides sicher zerstören können. Dogmatiker, ihr wurdet alle vom Chaos befleckt. Können wir 3 machen und dann 5? Ich bin für 3. Ich auch. Was wird aus mir und der Crew? Nehmt ihr uns mit? Ihr könnt mit und kommen. Der Rest der Crew wird terminiert. Diese Leute sind nicht mehr zu retten. Also, dafür bin ich, ehrlich gesagt. Ja, ein zweiter Navigator ist schon nützlich, schätze ich. Ja. Meine Bananen sind alle ein bisschen. Cassia, was passiert? Wenn der von dem Ding weg ist, ist alles wieder Tüffi. Also Han, du kannst mit, aber der Rest? Das sind meine Leute, wir haben diesen Albtraum gemeinsam durchgestanden. Ich bin für sie verantwortlich. Du hast die 5 gedrückt. So, Zeit zu looten. Loot. Wir haben hier einen Aquila-Pendant. Okay. Ich hab's eingesteckt. Nichts mehr. Jetzt muss ich unsere komplette Kiste durchsuchen, um auch nur ahnen zu können, was wir gerade gelootet haben. Er hat plus 10 Willenskraft, wenn der Träger Überzeugung Imperiales hat, erhält er außerdem plus 5 Gefolgschaft. Willenskraft brauche ich aber nicht. Und die Plasma-Gun, ne? Ja. Ja, aber ist eine normale, oder? 11 bis 15 hat Dings doch auch, oder? Ja. Plasma-Werfer. Oh, das ist es wäre halt einfacher gewesen, herauszufinden, was wir gelootet haben. Ne? Ich weiß, wer das wieder angestellt hat, ey. Hast du eigentlich mal nach dem Cassini-Zauberstab geguckt? Ja, der ist nicht. Der ist befindete Waffen. Den Artefaktbehälter aufbrechen. Step, lass erstmal hier durch. Wenn der Navigatorkraft einsetzt, erhält er plus 15 Ausweichen bis zum Ende der Runde. Das ist jedes Mal. Aber Cassia, wie OP willst du denn eigentlich noch werden? Waffentechnisch gab es sonst nichts, gern Kettenschwert, schätze ich. Die sind sogar gar nicht schlecht. Was? Addiert sich, ja, stacked. Nice, easy. Aus. Was auch sonst, nicht? Wäre schrecklich langweilig, wenn es nicht so wäre. Gut, machen wir den Karton mal auf, oder was? Was? Nicht? Ja. Das Artefakt zusammen mit dem Armbänder der Qual. Befehl zum Platzieren der Minen erteilen. Ja. Ja. Agenta, verteile sie die Minen. Wir gehen. Jawohl, wir gehen. Der Thron des Navigators. Die Griffe sind extrem abgenutzt. Oha. War es das hier jetzt, oder was? Anscheinend. Das ist ein kurzes Abenteuer. Hey, wir waren auf dem Offiziersdeck, haben alle erschossen und gehen jetzt wieder. Ich habe sogar meine Boltpistole benutzt, um alle hinzurichten. Er hätte ja mitkommen können. Da können wir nichts machen. Er hat gesagt, das sind meine Leute. Jetzt siehst du, was wir davon haben. So, wird das Ding jetzt in die Luft gesprengt, oder? Das ist jetzt schon weg? Naja, wir können zumindest nicht mehr dahin. Ja, dann ist fort. Boom. Na dann, zurück auf die Sternenkarte, hätte ich gesagt.
Erstmal auf die Sterne. Also Kolonieverwaltung, irgendwas Spannendes. Nö. Ich weiß nicht, wie hier die Zeit abläuft. Das ist ja keine Echtzeit, die da läuft. Ob das Warpsprünge zählt oder sowas. Sprünge, 100 pro. So. Wir wollten zur Stille dann weiter, glaube ich. Ja, aber da müssen wir es ein bisschen... Also ich bin dafür, es ein Stück safer zu machen. Wir können auch mal einen Orangenen fliegen. Haben wir noch nie gemacht. Klingt nach Spaß. Also es soll doch Kampfevents und sowas geben, während man so Dinge fliegt, dann wenn die orange sind. Vielleicht nehmen wir Death Guard-Kreuzer oder so. Na gut, ich mach's eins runter, du. Deine Entscheidung. Ja, jetzt plötzlich. Verzeiht, Lord Captain, die Enforcers melden, dass euer Eldarich-Hoßhündchen schlechte Laune hat und zur Brücke unterwegs ist. Ha? Vor euch liegt ein schwieriges Gespräch. Da kommt sie angeswaggert. Abelard, halte er sie auf. Ich habe heute keine Termine mehr frei. Ich tippe hier gerade. Verbinden Sie mich mit jemandem. Please spare me a brief moment of your time, Elantak. Ich habe hier ein wichtiges Gespräch. Ich kann gerade nicht. Eddie Crush. Sirion knows that I do not care about the curious glances of Monkey. I grew inured to them back in the blossoming gardens of the Lyra. Okay, okay. They curse me from afar. They follow my every move. Der ganze Text ist auf den Arsch. Was willst du? Die Leute gucken dir also hinterher, weil du eine heiße Eldari-Lady bist. Du bist meine Freundin, das kannst du denen ruhig sagen. Oh, oh, die Hand berührt. Wow! Das ist doch mein Job, dachte ich. Sie suggested that we withdraw somewhere private. She wanted Kilmorag. Mere memory of it stirs up a tempest in my soul. Normale Eldari stehen da nicht so drauf wegen Slanish und so, weißt du? Mhm. Die haben ihre Gefühle sehr stark unter Kontrolle, damit die keine Energie an den Warp abgeben. Moment, nein, eins ist mein Job. Ich will, also. Naja, nachdem die sie sagt, wird es wahrscheinlich um Jay gehen, ha? Huh? Hat euch das so sehr beleidigt, meine Leute haben sich abstoßend verhalten. Ich hätte auch. Nee, die 4 bitte nicht. Wir drücken die 4. Wenn ich nochmal hier hochguckt, habe ich schon die Hosen aus. Wenn euch das verhalten, meine Leute, missfällt, dann solltet ihr eure Zeit nicht in ihrer Nähe verbringen. Ja, aber die 1 ist doch auch nicht das Richtige, oder? Doch. Das ist ja dann wieder, wir verstehen das dann wieder falsch. Wir bestrafen denjenigen dann nicht, weil der versucht hat, mit der rumzumachen, sondern weil der versucht hat, mit der rumzumachen. Ja. Ich würde die 2 drücken. Das Ergebnis ist nicht dasselbe. Doch, irgendwer wird bestraft. Try to imagine Elantak being lusted after by a wild beast. Stell ich mir immer vor, den ganzen Tag. Foul, disgusting, so vile. Makes your very soul shudder. Die 1 ist sehr hornig, oder? Ja, das ist alles. Das ist alles. Alter, wie viele Texte 7? Sind das hier? Mich stößt der Gedanke auch ab, dass ein Mensch eine Eldari begehrt. Ich verstehe, dass der Vorfall unangenehm für euch war. Die 9, wie tief kann ich denn hier scrollen? Ihr seid 9. Für meine Leute ein exotisches Tier. Gewöhnt euch dran, dass ihr begrapscht werdet. Lolololololo. Für euch wäre ich bereit, oh Gott. Wie die angezogen ist. Wenn euch das Verhalten meiner Leute missfällt, werde mit meinen Untertanen reden. Ui, das ist ja alles gruselig. Ich bin für die 2. Ich will die Nummer 2. Wow! I could not let the offense go unpunished, so I took her life myself. Ich bin für die, frag mich nächstes Mal bitte. Ich meine, Ergebnis ist ja dasselbe. Ich hätte auf die 3 gedrückt. Okay. Then keep your servants on a shorter leash, Monkey. Komm mir nicht so, okay? Ich weiß, du könntest mich aus 2 Räumen Entfernung in den Kopf schießen und ich würde einfach flach fallen, bevor ich wüsste, was los ist, aber ich bin hier der Lord Captain. Ich bin für die 8. Ja. Oder die 2 nicht unbedingt.
Die zwei, für die zwei ist es jetzt noch zu früh. Ja. Your words warm my soul. Ja, dann Abelard, mach mal, ich mache eine Aussage am schwarzen Abelard, mach mal Inventur. Ja, häng überall so eine total verzerrte, rassistische Karikatur von der auf und schreib irgendwie drunter, dass man die bitte nicht sexuell belästigen soll. Don't touch. Don't, no touchy. No flash don't, photography. No touchy. Warte, und jetzt lass ich mich hier stehen, eiskalt auf dem Schiff. Ich will zurück auf die Karte. Abelard. Lord Captain. Ich benötige eure Dienste nicht länger, Trosses. Was? Was? Lord Cap. Ich habe gedacht, ich könnte dem sagen, dass er bitte aufhören soll, zu versuchen, bei meiner Freundin zu landen. Glaubst nicht, dass sie nur gescherzt hat? Oh, da sind wir schon. Erstmal gucken, wo es hingeht von hier. In den Gürtel. Warte, da oben ist Dagonus. Wir haben unsere Thronwelt gefunden, da wo unser Palast steht. Müssen wir entweder hier rum oder hier rum dann da hoch. Na, wir gucken erstmal, was hier geht. Coole Sonne, jedes Sektor hat eine coole Sonne. Stell dir mal vor, deine Sonne wird einfach so gejoinkt, lol. Da auf dem Planeten waren wir doch schon mal. Ich kenne die Optik. Ich habe nicht geguckt, was das ist. Was? Flockiston? Phlogiston, Phlogiston. Wir bauen das mal ab, oder? Seltene wertvolle Kristalle, die unter gewaltigem Druck in flammende Magma entstehen. Ihr Energiepotenzial ist. Archaeotech-Mechanismus-Fragment. Okay, cool. Pascal, hast du dazu irgendwas zu sagen? Wir haben eine Sidequest gefunden. Juhu! Bibu, bibu, das sieht langweilig aus da. Wow, 50 XP. Nüscht. Weiter geht's. Eine Agrarwelt draus gemacht. Bip, bup, bip. Spritti. Wie viel? 4. Ja. Ja, warum denn eigentlich nicht? Wir haben noch 7 von diesen Dingern dabei. Weiter geht's. Bald wir 2 haben, dann nehmen wir nichts mehr. Ja, irgendwann muss man ja einen Schlussstrich ziehen. Oh, hey, ein Klotz. 2 nehmen wir nicht. 2 ist lame. Wir haben schon 5er und 7er aufgemacht. 2er Plaststahl. Kommen wir denn hin? Pah, ich spucke auf dich, Planetoid. Zurück ins Weltall. Was ist das Weltall? Ich kenne nur die Leere. Du sagst auch Raumschiff, du Dummer. Oh, ich sage auch immer Hohlraumschilde. Ist dieses Muru 79 nicht... Nee. Also nach Langgrenzgürtel? Ja. So, ich denke, eins können wir runtersetzen. Ah ja. Ey, wir kriegen da drüben ja 10 neue oder so. Guck mal, wie viel da dran hängt. Ja, das stimmt. Lord Captain, ich empfange laufend Berichte über Fehlfunktionen in verschiedenen Schiffssystemen. Unerklärliche Temperaturschwankungen. Ja, jetzt sagt man nicht so. Crewmitglieder haben Verbrennungen und Erfrierungen. Die Techpriester führen Rituale durch, trotz der Geister entstanden. Zwischenfälle im Rahmen der Leistungsparameter. Warum rufst du mich an? Die Techpriester, dass die Ursache nur das Temperament der Maschinengeister war. Ist also nichts passiert. Ein paar Leute haben Gefrierbrand gekriegt. Wow. Hier sind jetzt Zwillinge, namenloser Stern. Da drüben ist die Winterscale Realm. Ist das deren Flaggschiff, das Ding da? Ziemlich am Ballermann, oder? Das ist ein Schlachtschiff. Besuchen. Hallo, der Rogue Trader ist hier, um euren Planeten zu besuchen. Piraten! Lass erstmal eine Runde drehen. Einparken. Oh, Eisplanet. Endlich. Ich glaube nicht, dass wir auf Fenris sind. 50 XP. Okay. Du, 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 du. Magnus hat hier randaliert. Der hat nichts mit den Space Bulls. Guck, Sechs-Blaschall. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Nicht, nee. Bitte. Bitte, nein, hör auf. Höre auf. Schluss damit. Ich geh's wieder. Was ist das? Was haben wir eingesammelt? Noch gar nichts. Eine... Hekutor-Schema-Plasma-Batterie.
Drei Schüsse für 33. Oh Gott, das ist ein ganz schöner Ballermann. Zur Schiffsverwaltung. Port haben wir schon geändert. Kommen die hin? Achso, links oder Steuerbord. Rechts? Steuerbord. Plasma Makrokanonen. Die macht 99 Punkte Schaden. Die andere macht 4x14 Kurzstrecken. Das ist stramm, das Ding. Das hat auch eine andere Farbe als die restliche Ausrüstung. Sind alle auf Posten? Okay. Kann die Elfe irgendwas für uns tun? Aber das mache ich immer noch am besten, den Oberbefehlshaber. So. Die Elfe kann Meister der Ätherik machen. Das ist das, was Dings gerade macht. Cassia. Aber Cassia hat angeblich 100. Ja, die hat 96, jetzt aber nicht so. Willst du jetzt Cassia da abziehen? Nein, will ich nicht. Ich dachte schon. Cassia ist ja auch noch. Ich habe meine Optionen halt offen bei den Ladies. Konservendosen, wie viele? Können wir doch mal nachdenken. Wir kriegen schon 6 davon, oder? Ne, 2. Was ist hier los? Dieser kalte, windische Planet ist von einer tosenden See aus senfgelbem Gras bedeckt. Die Reiter von Rohan? So hoch, dass es bis zur Hüfte eines durchschnittlichen Untertanen reicht. Okay, sehr spezifische Beschreibung. Die Monotonie der endlosen Steppe, Ketten schlammig grüner Seen durchbrochen. Ja, sieht doch gemütlich aus. Eine Narbe mehrere Dutzend Kilometer tief, die den Äquator der Welt in zwei Hälften teilt. Starkiller Base? Todesschwinge? Nach 2 Erkundungswachen fängt die Crew ein schwaches Signal ab, das von einer der Arbeitssiedlungen in der tiefen Kluft stammt. Können wir da runterfliegen? Ist Landungsparty? Adamantium-Vorkommen, fast vollständig erschöpft. Ein Jahrzehnt. Schiff, Orbit, Freihändlerhaus. Okay. Irgendwann geht die Verbindung vollständig verloren. Du lässt den Vorarbeiter und sein Team zurück, damit sie auf ihren wahren Meister warten. Das war unnötig irgendwie. Tschüss. Gut, ich speichere mal, dann kämpfen wir gegen ein paar Piraten. Oh, da ist noch eine Station drunter. Nice, dann sagst du, was meinst du, da können wir landen? Erst die Piraten wegballern, dann auf die Station. Du blickst ein Schiff, das über einer leeren Station schwebt. Das Schiff trägt keinerlei Erkennungszeichen, doch die Landeshuttle, Hilfe, mir ist eine Katze vor den Monitor gesprungen. Die auf die Station darunter schwärmen, machen die Lage klar. Piraten haben einen imperialen Außenposten erobert. Piratenschiff aufwärmt, um schnell seine Geschütze nachlädt. Versuchen die Piraten anzufunken. Ja, wir machen die platt. This void ship drinnen Stimme. Sind doch ein paar mehr. Destructor, Cobra, Viper, Viper. Was ist denn eine Viper? 75, große Schiffe. Oh, das ist nicht gut, was wir hier gemacht haben. Das wird hässlich. Das sind stabile Kerle. Kurzstrecken-Dorsal-Makrokanone. Torpedorohre. Es kann sein, dass sie nicht wirklich kämpfen, sondern Torpedos auf uns schießen wollen. Uff, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Das hätte besser mal anders gemacht. Jeweils 27. So, ja. Wie können wir denn den Typ da vor uns am ehesten bekämpfen? Dann müssen wir nach da fahren für. Ja, da können wir wegballern. Vielleicht kriegen wir dann sogar. So. So können das wir. Ist alle sieben von uns wegstehen. Und die Lanzenwaffe schießen. Ja, und die Dorsal. Dann können wir. Dorsal kann aber auch auf den schießen. Na gut, also erstmal die Cobra-Klasse platt machen. Dann können wir mal gucken. Ja. Wir fliegen dahin und feuern unsere Lanze ab. Die Lanze. So, jetzt müssen wir kurz ganz cool bleiben. 50. Das heißt, wir können auch versuchen, die Bugkanone abzufeuern. Die hat 35, ne? Ja. Aber warte, ja, die Dorsal macht aber genau 36. Ja, dann lass die nehmen. Trifft die denn auch? Er hat Rüstung, 26 bis 40. Unleash the power of our lance batteries!
Holz hat anscheinend gereicht. So, können wir uns irgendwie eindrehen und auf wen anders schießen? Wir haben doch Steuerbord, haben wir die Langstrecke, Breitseiten, Plasma-Makrokanone. Wenn wir uns also gerade stellen und die Fähigkeit von Zusatzreichweite plus 2 von Cassia anschmeißen, treffen wir den genau. Boah. So, und Feuer mit der neuen Wumme. Das hat genau gar nichts gebracht. Cool, cool, cool. Ja, wir müssen aber noch weiterfliegen, bis wir hier jetzt fertig sind, oder? Wir müssen in den grünen Bereich. Das ist nicht gut. Ich glaube, die versenken uns, und zwar hardcore. Ich habe das Gefühl, unser Schiff ist ein bisschen zu klein für die Action hier. Schauen wir mal. Weil die müssen alle weg. Müssen die ja. Ach, die stehen im Marsch zu uns. Ja. So, Torpedos kaputt schießen hat nichts gebracht, gell? Doch, 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 doch. Sicher? Ja, ja, du musst die nur direkt vor denen wegballern. Warum hat jetzt keiner von denen auf uns geschossen? Wie können wir denn einen von denen da jetzt platt machen am besten? Sehr kurzstreckig. Den hier können wir mit... Oder ja, mal so. Gucken, so das trifft, das trifft, das würde treffen. Die trifft eh überall. Also wenn wir so stehen bleiben, würde nur die Mars-Pattern links nicht schießen können. Aber wir würden quasi frontal in die Torpedos reinziehen dafür. Die können wir ja wegballern zur Not. Womit denn? Mars-Pattern-Bug. 4x14. Na gut, ja, wir müssen 4x drauf schießen, damit die Torpedos kaputt gehen, gell? Ja. Ja, geht glaube ich nicht großartig an. Das ist erstmal, dass wir uns so eindrehen dann. Und dann können wir den Rest auf die Viper feuern. Schauen wir mal. Die Plasma ab. Wir müssen zuerst mal jetzt die 4 Schüsse auf die Torpedos schießen. Sonst haben wir nämlich gleich ein Problem, wenn und wir die jetzt nicht. Können wir uns noch weiter eindrehen und dann noch mit der. I want to hear the macro cannons roar. Boah. Einen nicht getroffen. Gut, was macht denn hier jetzt? Ja, wir können uns noch weiter eindrehen und mit der Makro-Pattern nochmal auf die Torpedos schießen. Weil wenn die da stehen und mir da stehen, kriegen die uns nicht erwischt. Richtig. Die können nicht so scharf drehen. Na gut, genau, dann pass auf. Wir schießen mit der Lanzenwaffe und der Dorsal auf den Typ vor uns. Mhm. Eindrehen und dann mit der Makro oder, drauf. Oder wir schießen mit der Plasma-Batterie und der Dorsal auf den unter uns. Mal auch versuchen. So, ja, dann kriegt jeder 2 ab. So, die Lanze auf jeden Fall für den vorne. Deliver their demise. Ah, der hat nicht mehr so viel. Vielleicht wird den Rest tatsächlich auf den schießen. Auf welchen? Den ich sehe dein Gepinge nicht. Der vor uns. Also die Sternbrecher auf den vor uns. Ja. Bring Doom to our enemies. Das war ein starker Treffer. Aber wenn wir jetzt eindrehen, können wir den vielleicht mit der Makro wegputzen. Ich weiß nicht, ob der denselben Schild da noch nimmt. Ich würde dahin, genau. Oh ja, sieht gut aus, laut den Zahlen. Oh, nein. Komm schon. Unleash a barrage of destruction. Dude. Jetzt tut's weh, oder? Möglich. Torpedo. Verfehlt. Wow. Mehr passiert nicht. Uff, der fliegt weit, Alter. Die können doch einfach ihre Torpedos absetzen und die Runde beenden, oder? Oh, das tut weh, das tut weh. Fahrt die Schilde hoch. Was haben die vor? Ey! Alter! Timorous Blue shrouds the decks, Lord Captain. Oh. Können wir durch die Torpedos durchfahren oder explodieren wir dann? Ich weiß es nicht. Was heißt denn, du weißt es nicht?
Ja. Plan? Also den da können wir killen. Frage ist, was jetzt passiert, wenn wir überhaupt anfahren. Wenn wir durch die Torpedos durchfahren, die Dinge explodieren, haben wir eh schon verloren. Lass mal ein bisschen in den schwarzen Bereich fahren, anders geht es ja gar nicht. Hat geklappt. Okay. Dann putzen wir den Typ da unter uns weg, ja? Den. Also den mit dem wenigen HP. Let the macro cannons sing their deadly litany. Einer weniger. Dann. Wenn wir Ablad sagen, dass wir gern weiter eindrehen möchten, bringt uns das noch was? Ja. Aber nicht so sehr, dass wir irgendwie mit der Lanze anschießen können, oder? Stimmt. Und die Torpedos zielen dann genau auf uns. Wir müssen am besten nach da hinten irgendwo. Weiß nicht, ob uns das was bringt. Wobei, ja, dann haben wir die wieder alle im... Ja, genau, ja. Dann stehen wir in deren Rücken. Ich hätte aber gern irgendwie auch noch die, wenigstens die Dorsal abgefeuert. Aber wir schießen die dann alle irgendwo drauf, wo die noch Schild haben. Also, weißt du, was ich meine? Wenn wir von hier aus mit der Dorsal auf den Typ da hinten schießen, treffen wir die Seite, die 15er Schild hat, oder? Das könnte klappen, ja. Probieren wir das mal aus. Deliver their demise! Guter Treffer. Die bereiten Notfallsprung vor, die sind raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, aber die Bug-Pattern kriegen wir nicht rumgedreht, gell? Die sind noch nicht von aus. Nee. Wir können das einzelne Torpedo da vorne platt machen. Dann ist es weg, ja. Aber der Typ kann es von da aus bestimmt anschießen, oder? Nee, der muss komplett. Der kann nicht nach hinten schießen. Auch nicht mit der Dorsal. So, stimmt, stimmt. Der muss geradeaus fliegen und dann müssen wir den innerhalb von einer Runde komplett schreddern. Ich hoffe, wir stehen dann weit genug hinten. So, wir können nicht die Schilde neu hochfahren. Selbst wenn wir die Schilde hochfahren, würden die uns vernichten mit einem gezielten Angriff. Das wird uns gar nichts bringen und wir würden Geschwindigkeit und Feuerreichweite verlieren und die brauchen wir gleich. Mhm. Unleash a barrage of destruction. Ich hoffe, wir stehen dem weit genug im Rücken. Wahrscheinlich nicht. Geht auch nicht von aus, ehrlich. Ach doch. Wir können aber nicht auf den schießen, so wie der jetzt eingedreht ist. Wir können dem anderen nachfliegen. Ah, der da kommt uns dann hinterher. Gut, aber wir haben gleich wieder. Wir können gleich wieder scharf drehen. Oder wir machen Schleifenmanöver und drehen uns gerade auf den Typ ein. Aber unsere Frontkanonen haben nicht genug Power, um den Platz zu machen in einer Runde. Das stimmt. So, wenn wir uns so hinstellen. Zwei Felder bringen uns da noch nichts. Denn wir sollten dem Typ da oben hart hinterherfliegen und einfach hoffen, dass der Kleine uns gleich nicht umbringen kann. Hoffen wir. Weil wir haben gerade keine anderen Cooldowns. Wir können uns nicht. Wir können uns drehen, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Gehe auch nicht von aus. Man, was ja, haben wobei, wir denn? 50? Er hat 50 auf der Seite. Wir haben die 50er aus der Lanze. Wir haben 4x14 aus der Bug Pattern und wir haben 1x36 aus der Dorsal. Das müssen Glückstreffer werden, wenn dann. Alles, ja. Ja. Und die müssen auch alle sitzen. Ich würde sagen, wir fliegen nach hier, schießen den Typ ab und drehen dann seitlich ein. Weil okay. Das sollte eigentlich so auch schon reichen, oder? Ich würde gerne seitlich ein, damit wir den anderen gleich umrunden können. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Damit wir wieder im Rücken stehen. Das sollte reichen, um den da oben nass zu machen. Ja. Warte gerade mal. Shoot, komm schon. Wirklich kein Feld. Der ist immer eins weiter weg, der Typ da hinter uns. Wir könnten die Cassia-Fähigkeit anmachen und den mit der Dorsal anschießen, den Typ hinter uns. Ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Das ist einfach nach da oder weiter nach links. So weit weg wie möglich und so scharf weg wie möglich, oder? Ja, ja. Helmsman,
Navigate us to the designated coordinates. Uff, uff, uff. Gut. Burn them from the void. Alles abfeuern. Unleash the power of our lance batteries. Deliver their demise. So. Das heißt es beten. Nee, der, wenn der rumkommt, schießt er uns in den Arsch. Und da haben wir Pull. Ja, ich weiß nicht, wie viel uns das bringt. Der macht einen 45-Grad-Dreh und könnte schon sein, dass er uns treffen kann. Sieht gut aus. Nee? Wir müssen uns jetzt drehen und den vernichten, das geht nicht anders. Ja. Wir müssen das volle Schleifmanöver fliegen, dann können wir den ja mit gar nichts mehr anschießen, wenn wir die Distanz da geflogen sind. Nur uns noch darstellen. Dann können wir den lanzen und wenn wir die Cassia-Fähigkeit anmachen, können wir den mit der Lanzenwaffe und der, nein, mit den beiden Lanzen anschießen. Ja. Aber das wird nicht reichen, der macht uns dann platt nächste Runde. Wir können weiter geradeaus fliegen, aber das bringt uns auch nichts, glaube ich. Ja, wir können mal anmachen, gucken, was passiert. Hilft uns das? Nein. Mit der Cassia-Fähigkeit 3. Ja, ist alles, was wir haben. Besser wird's nicht. Aber der muss sterben. Der muss, ja. Was ja. Zwei Felder, das heißt, wir müssen bis nach da fliegen. Dann können wir den mit allem anschießen, was wir frontal haben. Ja. Und dann vernichtet er uns. Vermutlich. Na dann liegt es jetzt nicht mehr in unserer Hand. Was ist denn hier sinnvoll? Ich glaube, es ist sinnvoller, den Schild erst zu brechen, bevor wir die Lanze abfeuern, gell? Ich glaube, ja. Also lass mal die Bug-Pattern drauf schießen. I want to hear the Macro-Cannons roar. Das sieht doch gut aus. Lanzenwaffe. Unleash the power of our lance batteries. Verfehlt. Und der Sternenbrecher. Vielleicht reicht es, dass er flüchten will. Versenkt! Ja. Ja. Higher will has guided us to triumph. Was gibt's hier? Ritzer, Schema, Plasma-Batterie. 3 Schüsse, 21 Schaden. Jetzt wird's ja langsam kompliziert. Jetzt müssen wir langsam Mathe machen. 4x14. Wo haben sie gar ein Schiff-Level ab? Cool. Wilder Kampf war das, nicht? Mhm. Aber hat geklappt. Ja, das sind also Kämpfe, wo ich mir denke, wir sollten vielleicht das Schiff stabiler machen. Nein. Ah, Ladebildschirm nach hier, okay. So, Schiff reparieren kostet uns 69. Das ist quasi das, was wir gerade gekriegt haben. Ganz toll. Wir haben 80 gekriegt. So, machen wir mal Level Up, huh? Raumschiff, Level Up. Was geht denn so? Das hat alles was Neues. Schilde verstärken. Ausgewählter Sektor der Raumschiffe. Okay, langweilig. Farbwelle. Gegnerisches Schiff 45 oder 90 Grad dreht. Das ist nett, glaube ich. So, fokussierte Anstrengung ist von mir. Ermöglicht den Einsatz beider Fähigkeiten eines ausgewählten Posten. Wir haben noch keine Posten, die zwei Fähigkeiten haben, oder? Mhm. Finden sich ein oder beide Fähigkeiten in der Abklingzeit, wird diese um einen Zug reduziert. Das ist nicht schlecht. Zügiges Nachladen. Lädt alle Makrokanonen nach, die während der Beschleunigungsphase abgefeuert wurden. Drücken. Da haben wir aber nur einen von, ne? Ne, zwei. Hier an der Seite. Das heißt, wir können im Vorbeifahren schießen, ein Drive-By machen, nachladen und derselben Monde nochmal mit den Seitenkanonen schießen. Aber nur mit der linken. Mit beiden? Ja, nee, ist ja Plasma-Makro. Was haben wir denn noch? Schildpuls, überlastet die Schilde, liest sich zu kompliziert. Da steht Strafe, da soll Strafe stehen, schätze ich. Also es ist dasselbe Wort, aber nicht das, womit wir hier was anfangen können. Flaggschiff aktiviert seine Schubdüsen, gleitet eine kurze Distanz zur Seite. Das wäre ganz nett, um die Lanze in Position zu kriegen. Das Flaggschiff führt einen kurzen Warpsprung in Vorwärtsrichtung durch. Danke, Cassia. Eben. Das ist stark, oder?
Die Auguren des Flaggschiffs scannen ein Feindschiff, Schwachstellenpunkte, 30% erhöhter Schaden. Ich würde zügiges Nachladen und tatsächlich Flachsprung oder Strafe nehmen. No. Dann beim nächsten Mal fokussierte Anstrengung und Warpwelle. So, wo kriegen wir das jetzt? Oh, das Schiff hat eine neue Stufe erreicht. Raumschiffverwaltung. Oh, ja, cool, danke, danke. Okay, also. Agenta macht zügiges Nachladen. Oh, unser Warp-Kanalisierer macht den Flachsprung. Also, Idira. Hm. Na dann. Jetzt die Frage, tauschen wir die Portkanone auch noch gegen die Plasma aus? Ich meine, mehr Damage, aber weniger Schüsse, also potenziell mehr Chance zum Verfehlen. So, 4x14 sind 40, sind 56, 3x21 sind 63. 63. Mehr Schaden, nehmen wir rein, oder? Ja. So, Plasma. Jetzt haben wir zwei Plasma-Batterien, ja? Eine Hekutor und eine Ritza. Die sehen aber nicht unterschiedlich aus. Hätte ich auch noch cool gefunden. Was mir auch aufgefallen ist, die... Wenn du einmal Plasma drin hast, werden alle Kanonen zu Plasma. Also links wie rechts. Rumpf-Upgrade ist ein bisschen zu teuer. Und Rambok haben wir bis jetzt noch nicht benutzt. Ist mir ziemlich egal. Ich weiß nicht, ich würde das Rumpf-Upgrade tatsächlich machen. Wo gehen wir dann? Wir sind jetzt auf 162 und sind dann auf 176. Downgraden, wir reißen wieder Stücke vom Rumpf ab. Gut, da landen wir mal da. Huh? Scan, scan, scan. Ja. Ja, das dachte ich mir fast. Wir sind ein bisschen was über eine Stunde. Willst du noch reinschauen oder nicht? Wir können rein, also wegen mir. Deal wird da nicht gehen, oder? Weltraumpiraten oder sowas. Huh? Die haben ein paar Shuttle rübergeschickt, stand da. Ich gehe davon aus, dass wirklich nicht viel geht. Wir schauen einfach vielleicht mal rein. Was soll schon passieren? Maximal Einkampf, schnelles Abenteuer, 10 Minuten, rein, raus, fertig. Piraten, noch könnt ihr euch ergeben. Rote Fester. Know your duty. This ocular implant was a worthwhile. Cool, was hast du denn da gefunden? Was, sind wir in die Schächte geklettert? Hallo? Ich hab's angeklickt, tut mir leid, ich hab's abgerissen. Athletik. Hoch, wenn du willst. Ich bin mir nicht sicher, sollten wir nicht erstmal in den richtigen Raum reinschauen? Vielleicht, wenn wir hier rumgehen, haben wir eine bessere Position. Wahrscheinlich. Ja, komm, kletter uns rein, Abelard. Unexpected result. Zieh er mich hoch. Loot oder eine Bombe? Nix von beidem? Komm mal her mit Cassia. Nix von beidem. Wie gesagt, ich glaube, der Raumschiffkampf war ein bisschen zu hoch für uns. Den hätte man sicher erst später machen sollen. Er ist aufgeroppen. Ah ja. Da hat ein bisschen Glück, wobei wir hatten Glück und Pech gehabt. Wir hatten ein paar Verfehl und wir hatten ein paar Crits gehabt. Also hätte so und so ausgehen können. Warum sind wir jetzt nicht die Kanäle geklettert? Wir haben dann noch nicht mal Gegner gesehen bis jetzt. Gegner. Visier des Weltenläufers, Eldari-Ausrüstung, plus 10 auf Ballistikfertigkeit. Nice. Sehr gut. Hat die das Ding jetzt an? Das ist so ein Robo-Auge. Ja, hat die nicht an, wie langweilig. Warum hat die das nicht an? Gute Frage. Warum nicht angezogen? Yeliet. 84, ja, die haben schon gut. Oder P. Äxte, und was hat der Schütze? Eine Autogun. Wollen wir. Ja, ne? Piratenpack. The Divine watches over us. Warum machen die nix? Ich geh runter. Wollen die mit uns reden? Was haben die vor? Grovel before the faithful. Give me strength. Oh, Pascal und Yiliet sind vorher dran. Weißt du eigentlich, wie ich die Jungs hier oben vernichte jetzt mit Pascal? So, Pascal, einmal nach da vorne bitte. Oder unten sind noch mehr. Das sind eine Menge Piratenabschaum. Scheiße, 30. Ja, der Großteil davon sind einfach nur Maschinen. Das sind Boltpistolenschützen. Scheiße, Mann. Hier der Psycho. Instabiler Flammenwerfer. Ich habe da eben gerade irgendwo eine Meltagun gesehen, oder? Opari-Klavier. Giftmischer.
Den Drukhari-Knarren? Vielleicht bin ich doch nicht mehr so von der Idee hier überzeugt. Okay, da hinten, die haben nicht viel. Gut, ich packe Geliad mal nach hier, damit die das ganze Ding hier sehen kann. Gun, da oben die Blitze, Autogun. Ich habe halt Angst, dass ich hier einfach so niedergeschossen werde, erbarmungslos mitten im Raum. Wo will ich Abelard denn haben? So, wer ist denn vor Abelard dran? Der da? Der da? Wie lang läufst du? 6. Der Schützentrupp. Hey, da hinten ist jemand. Remy, der Bleiregen. Annullierende Schrotflinte. Das ist der Piratenanführer, hm? Huh? Er hat einen coolen Rucksack und so eine schwere Lederrüstung an. Xenobombe, letzter Lauf, kontrollierter Schuss. Die würde ich dann vielleicht mit der Scharfschützin. Wir müssen halt das Kleinholz hier, die 28er, 22er, die müssen wegmachen, damit wir High Momentum kriegen. Hm, das ist ja kein Problem, das kann Agenta machen, beziehungsweise Kassia. Ist wie es ist. Warte mal, Kassia tauscht mit Agenta kurz. Jo. Kassia ist nämlich auch gleich direkt dran. Ja, dann kann die da vorne direkt alle platt machen und High Momentum abgeben. Lidlos wegstarren. Lidlos wegstarren. So shall it be done. Wir machen erstmal ein paar Bonuszüge. Der könnte auch da unten reinschießen in die Jungs. Ah, ich habe vergessen, die Granaten nachzuladen mit dem. Ich habe jetzt keine Sprenggranate mehr drin, sondern eine normale Frag. Na gut. Das hat gar nicht so sehr wehgetan, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hat auch gar nicht so wehgetan, wie ich es mir vorgestellt habe. Pascal! Du solltest diese Typen da alle umbringen. Die haben alle gar keine Rüstung. Noch sehr wenig Rüstung. Schlägerhorde. 55 und der Psycho hat 30. Goldpistolen da unten. Ja, alle Mann, aber. Nee. Die Welt nicht. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter zurück. Kassia, ja, mach was. Oh, das macht gut Damage. Dann hast du ja gerade schon wieder plus 3-mal Bonus gekriegt. Nochmal, tu ihnen weh. Ja, die da unten kannst du noch nicht böse angucken, oder? Die direkt über dir sind in Richtung von der 24. Also nach links, von da, wo du guckst. Das sind auch alles so kleine. Ja, aber nicht liedloses Starren jetzt. Wie kann ich denn noch tot gucken? Vor dir steht einer mit 3 Punkten. Oder du machst das auf den Anführer und hoffst, dass irgendwas bei dem hängen bleibt. Meinst du den Bleiregen? Ja. Oh, ich hätte die anderen in der Frontlinie packen sollen. Ja, egal. Bringen das für meine Rüstung. Oh, das mal so. Jetzt gerade ein bisschen dusselig. Wo stehen die Scharfschützen? Ja. Mehr Damage. Und das gibt's dir so. Lass den Schnitter. Der hat einen Drukhari-Säbel. Gehen wir dem. Ah, der kann sich nur nicht bewegen. Oh, was Gutes, der hat eine Schrotflinte. Pascal kann den aber gratis anschießen jetzt. Also wenn er so weit schießen könnte. Kann er. Pascal kann jetzt gratis anschießen, den Typ. Denk dann, du hast eine ganze Schlitzergruppe vor der Presse. Ja, aber den kann ich nichts tun. Ich habe da gar schon voll drauf gehalten damit, Pascal. Der hat auch keine Frags mehr. Bin nach Abelard dran. Der kann da hingehen und den einen mit seiner Axt verpassen. Und dann stirbt der nächste Runde. Die Gabel hat leider nicht mehr hoch. Ich habe einen Gratisschuss auf den Bleiregen. Also ich verstehe meine Fähigkeiten schon wieder nicht. Gut, ich mach mal 40 Damage. Bounty auf den, so. Also wenn die keinen Hit machen, kriegen die Pascal nicht tot.
Die sind ja gar nicht dran hier vor mir. Die Kleinen da unten sind dran, die drei Schützen. Running by Eric Override. Ja. Oh. Gut, Pascal kann dann jetzt nichts mehr machen. Der Schuss muss anscheinend treffen, damit das zählt, die Fähigkeit. Kann ich das nicht auf uns alle machen? Ich hätte Agenta eigentlich und mich gerne mit drin, genau. Die haben keine Robo-Anbauteile hier vor mir, was? So, aber die Ausnutzung kann dann jetzt jeder haben. Hiermit könnte ich es noch versuchen. Das war schon mal besser wie nichts, schätze ich. Scheiße, ich geh mir gleich selber vor, wie blöd. Ich hoffe mal, wir werden dabei nicht nass gemacht, weil die M40 hauen richtig raus, die Dinger. 8. Pascal muss da sitzen bleiben. Viel Glück, Pascal. Oh Gott, ich hätte gern Abelard vorher dran gehabt, ich Dummer. Na gut, er hat mehr Rüstung. Ja, ich kann auch einen von den Schützen da unten anschießen. Ich weiß nicht, ob das schlauer ist. Gut, der andere Dude kann sich nicht mehr Remi gehen. Kann nichts machen, diese Runde. Der muss da oben stehen bleiben. Die Schläger hier oben sind halt auch hässlich. Ich müsste halt... Wir müssen gucken, dass High Momentum bereit ist, wenn ich dran bin. Da sind viele Leute dazwischen dran. Mhm. Die hier kann halt, die macht keinen zweiten Zug jetzt, egal was ich mit der anstelle. Gleich sind 100 Leute dran zwischen uns und... und dem nächsten von uns. Also der kriegt mehr Damage, aber das bringt ja auch nicht viel. Ich kann hier oben so einen Schlitzer erschießen. Ich kann auch da unten einen von deinen Schützen erschießen. Was machen denn die Schlitzer? Schlägerhorde. Die machen alle nur einen Angriff, ja? Die töten also gleich Pascal. Oder Fayette. Nee, nee, das sind 4 Mann. Die machen maximal 44 Damage. Wenn die nicht kretten. Dann ist mir doch alles ziemlich egal. Also erstmal perfekte Position. Dann. Die Frage ist jetzt, soll ich einen von den Schützen erschießen oder einen von den Jungs hier oben? Ja, wenn du da oben drauf schießt, kriegst du vielleicht sogar 2, oder? Unwahrscheinlich. Der zweite Schuss geht meistens daneben. Aber ist, glaube ich, gesünder als die Schützen. Ich hoffe, dass die Schützen sich 2 Ziele suchen oder halt beide wie blöd auf Abelard ballern. Ich gehe davon aus, dass die Schützen uns gleich komplett zerlegen und wir dann wie ein paar Trottel hier stehen. I am not your Xenos Pet, Monkey. Na, fast. Einer ist doch tot. Ja, und der andere fast gestorben. Fast hilft uns halt nicht. Das stimmt. So, ich mach mal garantiert einen Angriff auf den Typ da hinten. Ich hoffe mal, die haben cooles Equip dabei, die Jungs. Die haben ja auch alle Rucksäcke an und so. Single Shot. Zweimal. Sehr gut. Cassia heilt das aus. So, du musst 1-2 Leute töten, glaube ich, damit wir... Hast du... Der kann keine Granaten werfen, gell? Der ist dann fertig. Kannst du eine Feuergranate hier hochschmeißen zu mir? Naja, wenn der eine wirft, kann der immer noch. Ja, aber deine Bewegung ist dann weg, oder? Ach so. Weil es ist ein Angriff. Du kannst dann zwar noch rutschen und Ertragen anmachen, aber du kommst ja an niemanden dran. Warte, was ich mache. Du müsstest dich also dann irgendwie nach da oder so stellen, die Granate hochwerfen und dann irgendwie den anrutschen und hoffen, dass du überlebst. Genau, und dann stelle ich mich da hin. Und machst noch Ertragen an. Ja. Ich hoffe, die Granate geht jetzt noch bis da hinten, ja. Die gehen nochmal recht weit, die Granaten. So, 2 Stück werden ja wohl nicht Pascal und Fayette töten können. Wie viel Damage würde das machen? Das macht mehr. Und rein da. So, jetzt machst du noch Ertragen an und dann solltest du das überleben. Oder da stehst vielleicht noch Brace for Impact, wenn dir unbedingt danach ist. Ich bin umme. Oh oh. Sehr gut.
Oh. Ja, aber die kann dann gleich nicht böse gucken, die schlagen die doch dann. Die kann. Oh ne, kann nicht. Ha! Das war eine Lady? Noch hat er keine Verletzung genommen. Kill der Psycho. Hi, Momentum! Sehr gut. Was ist die Sniper Pro? Was hat er denn da? Instabiler Flammenwerfer. Juliet, ich würde sagen, du bekommst von mir einmal Zielen. Du bekommst Aura der Autorität. Und du bekommst Herzstück. Und dann bekommst du größte Stunde. Versuchen wir erstmal ein paar Gratis-Kills, ne? I am not your Xenos pet, Monster. Feel death with my hands. Na, schade, egal, wenn jetzt heute noch gestorben ist. Hear you moving no more. Okay, damit erschießt die Abelard direkt mit. If I must, I kill death with my hands. Cassia kann die Jungs da böse angucken, ohne dass die die schlagen, sagst du? Ich glaube ja. Froh, dass du die Zahlen nicht sehen musst, die ich hier mittlerweile sehen muss. Hoch? Ja. If it serves your cause. Jetzt pass mal auf, kriegst du was zu sehen. Oh, no more. Hi, Momentum, sagt er. Wen siehst du nur noch? Sehr lustige Gegner sehe ich. This tedium is beneath me. The veil. Da hinten ist einfach irgendwo jemand explodiert. Ja, Blöße ausnutzen funktioniert nur einmal, ja. I understand your intent. Hier verpuffen einfach Leute. Kannst leider nur noch zweimal schießen. Ja, ich sehe auch nur noch zwei Leute tatsächlich. Die haben Glück, die müssen aufpassen. Der ist kostengünstig. Das war doch ganz schön. Ich hätte den Typ bei Abelard noch erschießen können, aber Abelard hätte dermaßen kassiert, dass er wahrscheinlich zumindest eine Verletzung gekriegt hätte. Nee, so. Nur noch Präzisionsangriff an. Ja, ich sehe ja sonst niemanden mehr. Das heißt, ich kann auch meine Heldentat da nicht weiter benutzen. So, was mache ich denn jetzt? Ich habe gedacht, ich könnte auch irgendwen töten. Verdammtes Xenos-Pet. Aber ich bin nicht in effektiver Reichweite für den. Warum heißen die Giftmischer? Das Einzige, was die haben, ist eine Waffe. Das würde dich jetzt wohl interessieren. Wow, okay, willst du was Cooles sehen? Nicht, dass du nicht gerade schon genug coole Sachen gesehen hättest. And so shall it be done. Aha. Cool, damit hättest du jetzt nicht gerechnet, was? Tatsächlich nicht, also sehr beeindruckend, muss ich sagen. Mein Plan war eigentlich, den für 90% Trefferwahrscheinlichkeit für 60 Punkte Schaden von der Platte zu putzen, aber das Spiel hat gesagt, Computer sagt nein. Hat nicht so was drauf gehabt. So, Agenta, hier hast du einmal plus 21 auf alles. Und dann viel Spaß in deiner Runde. Das ist die Frage. Wenn du dich da hinsetzt. Oder da. Na, du kannst dich auch da hinsetzen. Ich sag, ich glaube, hier der Kampf, wie auch der Kampf draußen mit den Raumschiffen, ist nicht für unser Level gedacht gewesen. Ja, das hatte ich vor. Oh, das ist. Ach, Cassia steht scheiße. Ich kann vorsprinten. Der Dude ist jetzt erstmal nicht dran.
Dann kann ich dem eine Salve drücken. Das war nämlich jetzt mein Plan. Kannst du auch ruhig, wenn du genug Leute siehst, Feuerwaffenmeisterschaft anschmeißen und einfach noch 10-mal schießen. Die gibt mich ja halt. Ja, komm. Du musst dann schon den Bolter benutzen. Ich glaube, du hättest da auch erstmal fertig spielen können. Ach, stimmt. Oh Gott. Kostet ja nichts. Haben die Piraten sich anders vorgestellt? Hätten wir denn davon jetzt, was wäre denn unser Vorteil oder Nachteil gewesen, wenn wir von der anderen Seite angegriffen hätten, ohne uns hier durchzumogeln? Gute Frage. Ist der so stabil? Nö, so viel Rüstung hat der Typ doch gar nicht. Du hast mich kurz nervös gemacht. Warum macht die so wenig Damage? Ja, da ist Cassia mit drin. Scheiß drauf! Meine Warte, Cassia ist wichtig. Agenta, Cassia ist wichtig. Die können wir nicht einfach so umblasen. Hält ihr den Rotz noch an? Das hat viel gebracht, hast du gesehen. Das hat fast voll gemacht. Weil du vorher vier Leute angeschossen hast. Cool. So, die Cutter Gang kommt noch her. 8 Leute immer noch. Nein, für die. Ach ja, schau sie Ulas den Schlitzerböse an. Du hast dich wieder voll geheilt. Navigator ist auch schon eine starke Klasse. Ja, warte, setz die Frau dahin. So, den packe ich hier rein. Zuerst zünd ich den Affen an. Monkey. Denk dran, Abelard noch einen Zug zu geben, oder? Mit dem Typ da einen verpassen kann. Einmal böse angucken. Ah ne, halt nur einmal. Okay, Abelard. Boom, boom, peng, pow. Schlag ihn mit dem Hammer. 7 Damage und das ist plus 10 Damage. Ach ich, das soll Pattern Energieschwert. Oder, warte mal, was macht mehr Damage? Der Hammer ist auch eine Energiewaffe. Du könntest da eigentlich nur für Energiewaffen skillen, so wie du gerade ausgerüstet bist. Alter! Cassia ist wieder dran und kann den Typ jetzt nochmal böse angucken. Zeig mit deinem Finger auf ihn. Wie weit kann der eigentlich laufen? 8. Problem ist halt... Kommt der dran, oder? Der kommt wo dran? Kommt der ran oder kommt der nicht ran? Ich weiß nicht, ob der rutscht. Der kommt an gar nichts. Der ist gelähmt. Ah, besser. Sorry, Junge. So. Kann das hier noch umsetzen? Ja, ich krieg den Schützen, aber ich nehme mit Pascal oder mit der Scharfschütze hinweg. So schlimm ist nicht. Was für ein Schützen? Da kann er eh nichts machen. Der versucht wegzurennen und Abelard schlitzt ihn auf. Das ist das, was wir uns wünschen, ja. Was ist Failing? Achso, der blutet. Ne? Der blutet mir den ganzen Teppich voll. Da muss ich mitnehmen, Junge. Junge. Da ist kein Feuer bei mir. Das Feuer ist auf dem Feld daneben. Bei mir ist da Feuer. Ja, Turbo Pascal, dann schlaf gut. Du musst nachladen. If I must. Ja, du musst nachladen. Ich kann immer noch nicht auf den da vorne schießen. Macht die Deckung überhaupt eigentlich nicht? Die kann doch da hochgehen. Genau, dann kann ich auf die Jungs da hinten schießen. Also die fängt jetzt auch plötzlich an zu brennen und fällt um. Was hat denn der für ein Reichweite mit dem Geistigen? Das sind Flammenwerfer, nicht besonders viel. 12? Und 12. Ist denn der Typ da eigentlich so zäh? Der hat doch nur 50% Rüstung. Das sieht aus, als würde ich ihm 0 Punkte Schaden machen. 55% Rüstung. Ja, aber das ist doch nichts. Hat er Aufladungen drauf?
eine von Pascal. Die hilft uns jetzt auch nicht mehr, Pascal. Die hilft uns jetzt auch nicht mehr. Ich hätte auf andere geschossen, ehrlich. Weil der sich nicht hätte bewegen können. Ja, aber so fest schießt sie noch nicht auf die da hinten, dass sich das lohnt. So. Oh nein, er hat Edgy gedrückt. Ne! Gut. Der Typ hat seine Runde ausgesetzt. Und weil ich's machen kann. Stich ihn mit deinem Messer ab. Na dann warten wir mal, dass die anderen hier aufschlagen, hm? Ja, wir gehen aber laut hin. Da. Geht. Gleitet. Mal fragen an. Irgendwie böse angucken und sagen, dass du ihn brutal hasst. Nein. Ja, schon, wir kriegen irgendwas Cooles außer deren Waffen. Da war jetzt nichts allzu Wildes dabei. Außer Argenta will einen unstabilen Flammenwerfer benutzen. Was denn? Kann ich irgendjemanden von irgendwo treffen? Die Antwort ist nein. Na gut. Xenos Lady. Kannst du irgendwen von irgendwo treffen? Auch hier ist die Antwort leider nein, leider gar nicht. Ha. Warum haben die sich denn alle so gut versteckt? Die haben nicht so Bock. Absolut gar keinen Bock haben die. Auf dieser Ebene sind gerade 23 ihrer Freunde gestorben. Ich hätte auch nicht so Bock hochzukommen. Ach, die sollen sich nicht so anstellen, das sind nur ein paar Weltraumpiraten. Also 5 durchgepeitschte und so ein brennender Dude in der roten Robe hochgekommen sind. Brennender Dude in der roten Robe. Der gibt sich halt Mühe, okay? Und nimmt seinen Job ernst. Wird von hier aus ganz angeblich irgendwen treffen. Den Psycho. Ja, 41% Trefferchance. Uiuiuiui. And so it shall be done. Pass mal auf, wie ich jetzt mal einen Vorteil ausweite gegen den. Soll ich nicht eigentlich irgendwie eine höhere Trefferchance kriegen, wenn ich auf diesen Knopf drücke, weil die Gegner dann nicht mehr ausweichen können? Und? Aber na gut, was weiß ich schon. Dann gehen wir mal Herzstück auf Cassia. Und wir müssen sowieso ein bisschen von unserer guten, von unserer Dynamik ausgeben, weil wir sind voller am vollsten. Von da aus sieht sie ein paar. Kannst danach wieder um die Ecke sprinten? Ja. Wie ist denn das, wenn du da jetzt einen Bolter reinhältst? 46, 11, 2, 4. Immer, dass die rote Linie einfach irgendwen trifft. Ja, vergesst nicht, Schnellfeuer zu drücken. Hab ich. Mal der. Uff. Die Beleuchtung hier in der Mitte ist von einem Deckenventilator oben. Oh, cool. Das war nicht schlecht. Hihi, um die Ecke gesprintet. Weg ist sie. Stetige Überlegenheit. Na, egal. Ganz am Anfang vom Kampf ein Level abgekriegt, ha? Können wir zwischen den Episoden wieder machen. Oh, Butter. Die ziehen auch so als Squad, die Jungs. Lady Cassia, zeig ihnen den Zorn von Haus Orselio. Die sieht nirgendwo jemanden an die Hals. Nein, dann öffne dein drittes Auge, dann siehst du alles. Ich krieg das einfach nicht angezeigt. Geh mal dahin. Weil ein ekliger Mutant ist, deshalb kriegt ihr das nicht angezeigt. Na, anzünden kannst du die Uni. Kriegst du die in die Zone gesetzt? Ja. Ja, passt schon. So, jetzt. Guck ihn böse an. Guck ihn nochmal böse an. Aber er ist doch schon tot, okay? Er ist gelähmt. Jetzt gibt jemand eine Zusatzrunde. Bringt mir nichts. Hier die, warte. Zusatzrunde. Um die Ecke sprinten. Ach, schade.
Vielleicht von. Kannst du noch eine größte Stunde raushauen oder was auch immer. Wir haben die Punkte dafür gerade. Ja, ich weiß. Aber ich hoffe, wir müssen gleich nichts hacken oder so. Pascal hat eine Schädelverletzung. Und nach hier. Das liest aber Lady Cassia nicht an. Nee. Lady Cassia. Dann rotzt da nochmal eine Salbe runter. Schlechter als die erste. So, dann bist du nämlich nochmal dran. Warum kannst du. Warum siehst du die jetzt nicht mehr? Keine Sichtlinie, der hat soeben eine Sichtlinie. Vielleicht ist Agenta jetzt im Weg. Oh, bitte nicht. Du kannst Agenta einfach größte Stunde geben, dann kann die da noch ein paar Mal drauf schießen. Dann nach hier vorne marschieren oder so, direkt an den. An den Stahlbeton hier. Warte mal, dann gibt ihm nochmal so eine. Aha. Der ist vorbeigegangen. Na gut. Brapapapapap. Wolltest du heute nicht mehr treffen, oder? Und auch 110 Punkte Damage zusammengerechnet. So schlimm ist ja nun nicht. Du kannst vielleicht eine Granate runterflippen, wenn du das möchtest. Na, das musst du dann gleich mal, wenn wir fertig sind, dran denken, die Granaten nachzuladen. Auf den Leuten, die benutzt haben. Handgranate geht nicht so weit wie die Splitter. Da frage ich nicht. Alter. 9 Punkte Gesundheit. Wie weit kommen die Cutter? Kommen die bis zu dir ran? 6, ne. Das hier ist wieder dran und kann den Typ tot gucken. Ach, Gott sei Dank. Vernichte ihn. Und dann kriegt Agenta Deckungseffizienz und Ausweichen. Die Cutter kommen jetzt auch hoch. Der Abelard wartet schon. So, die trifft tatsächlich 2 von den Cuttern. Uff. So wie die sitzt. If it serves your cause. Na dann. Wen habe ich das gerade gemacht? Den da? Cutter. Oder? Ist gerade nicht mehr. Oh. Das war's dann aber auch für die. Sag mal, noch Präzisionsangriff. Das da hilft mir nicht, oder? Beginn ihres nächsten Zuges ist der Angriff unfehlbar. Es ist die Frage, schicke ich Abelard da rein oder lasse ich den hier ich oben? Ich glaube haben? Nicht, die sollten schon herkommen, die Jungs, oder? Ich lasse Abelard einfach hier stehen. Er kann trotzdem auf Vertragen drücken, falls er von den Schützen oder so geritzt wird. Aber du ziehst ihn hier rüber, damit er ein schönes Ziel abgibt. Genau, das ist mein Plan gewesen. Dann sagst du noch irgendeinem davon, dass du ihn brutal hast. Dem Hintersten. Du bist der Nächste. Abelard, schreie doch nicht so. Bist du ein Barbar oder was? Nee, wird niemanden treffen. Oha. Was? Ich hab nicht gesehen, was passiert ist, aber keiner hat getroffen. Die sind irgendwie komisch an die Seite gelaufen und haben einfach angefangen, wild und sinnlos rumzuballern. Die wollten Agenta treffen. Let my enemies tremble at the sound of my steps. Ich sehe von hier aus niemanden. Die Jungs müssen erstmal die Treppe hochkommen. Ich hoffe, dass die hochkommen. Da kann Agenta eine schöne Salve reinhämmern. Ich kann nur Cassia einen extra Zug geben. Sieht die gerade wen? Das kann ich dir nicht sagen. Gut, ah, die kriegt ja trotzdem einen Bonus davon. Genau. Nein, niemanden. Na dann, gib einfach zurück. Ich kann aber die Zonen umsetzen. Ah, vielleicht. Anzünden kannst du die da unten auch nicht irgendwie, ne. So geschmeidige plus 60 Willenskraft auf Cassia.
So. Ja, gehen wir noch Cassian Herzstück durch. Warum denn nicht? Zielen auf Agenta. Bringt ein Herzstück eigentlich. Gute Frage, ja. Wichtige Dinge. Sehr gut. Kriegst du eine Aura der Autorität. Ich habe so viele coole Buffs. Das hältst du nicht aus, so cool sind die. Soll ich es nicht machen? Siehst du den da unten? Den siehst du. Im Endeffekt bekommen wir mehr Dynamik, wenn die Leute Herzstück haben und Leute töten. Den kann ich weghuschen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch eine Brandgranate benutzen müssen für die fünf Dödel hier. Box den weg. Strike is a prayer. Den anderen erwische ich nicht. Langsam sollten wir dann anfangen, Ressourcen sparen zu kämpfen, wenn es eh erledigt ist. Bringt mir nichts. Lass die Jungs halt erstmal die Treppe hochkommen. Die sind doch dann eh tot. Sieh die aber da auf Gott. Man ist der andere dran. Man kann es ja eh nicht töten. Ich denke nicht, dass ein einzelner Schütze mit einer Boltpistole Cassia töten kann. Aber wer weiß, vielleicht übertreibt das ja erbarmungslos. Hab ich alle drei angezündet? Nee, nur zwei. Naja. Ja, also die waren beide betäubt gewesen. Der ist gelähmt. Nächstes Mal schicken wir Cassia einfach alleine auf eine Bodenmission. Also einer betäubt, einer gelähmt. Jawohl. Beide mit Kettenschwertern ohne Pistolen. Kann so bleiben. Kann die einen von denen sehen? Nein, die sieht gar niemanden. Kann die irgendwo hingehen, dass sie jemanden sieht? Ja, die kann ins Feuer laufen, dann sieht die sogar den Typ da unten. Ich weiß nicht, ob das ein cleverer Zug ist. Für Pascal hat das nicht so gut funktioniert. Ist der nicht von der Forge World? Ist der nicht eigentlich immun gegen Feuerschaden? Meint er, das hat nicht geklappt. Wo kann ich denn eigentlich einsehen, ob so ein Feld jetzt brennt oder nicht? Am sinnvollsten wäre es, wenn ihr einfach nach da rennt und den Typ da unten wegbläst. Feuerschaden hin oder her. So, dann haben wir den nämlich los. Aber Lord macht die anderen zwei. So, was ist denn die Spezialfähigkeit hier eigentlich? Assassine führt einen Angriff mit der aktuellen Waffe aus. Kann nicht verfehlen, verursacht mehr Schaden. Ausweichen, Ausweichreduzierung, bla bla. So, die kann die ja dann trotzdem nicht beide anschießen. Das ist weg. Waffnender Angriff geht auch nur auf einen von denen, ja? Gib ab, Avalanche steht ready. Ja, ich hätte noch unser Momentum verbraucht. Pay with your blood in the name of Kalamista K. Passt. Das ist sogar Abelards Erzfeind. Natürlich, wer auch sonst? Kutter. Wie lange habe ich auf diesen Tag gewartet? Hat Rutschstelle der Xenoheresy abgeschlossen. Was? So, wir haben hier einen ganzen Haufen schwere Lederrüstungen. Wir haben die Shotgun von dem Dude. Wir haben Ketzer Mechwesten. Wir haben Splitterpistolen von den Eldari. Gewährt den Fernkampfangriffen des Trägers
plus 2x Feuergeschwindigkeit Prozent Schaden. Uiuiui. Das ist was für Agenda, hätte ich gesagt. Mhm. So, jetzt pass mal auf, Abulard. Zieh mal die strahlende Brustplatte an und hör mal auf, auszusehen wie ein Obdachloser. Ist das ein Deal? Strahlende Brustplatte, wo ist sie? Oh, 55505, das ist ja ein ekelhaft geiles Ding. Oh ja. Du hast sogar so einen kleinen Zielmöppi jetzt auf der Schulter, der dir ins Ohr leuchtet. Sieht ja schon gut aus. Was hat die denn aktuell? Was war das? Ein Helm. Plus 7 Gefolgschaft, minus 5 auf Ausweichen. Plus 2 Deflektion gegen Flächenangriffe. Komisches Teil. Einmal Feuergeschwindigkeit. Gut, das sind 6% mehr Damage. Ja, du weißt, dass dein schwerer Bolter 14 Schuss oder so rausbläst. Güter, Mantel mit Kampfspuren. Wenn der Träger seinen Zug beendet, entfernt er bei allen angrenzenden Verbündeten die negativen Effekte Verbrennen, Bluten und Gift. Anschließend verursacht der Träger bei allen angrenzenden Feinden Blutung. Bitte guck dir Agenta an. Agenta. Mach den Helm an. Mach den Helm an, Revolverheldenhelm. Oh, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, Agenta. Du weißt, dass meine Leute keine Helme anhaben. Wir sind alle Hauptcharaktere. Gut, dann dreh mit Cassia mal eine Runde. Wir müssen noch kurz die Ecken auslutschen, bevor wir hier verschwinden. Ich will, dass nichts zurückgelassen wird. With each step. I forge my destiny. Du hast nicht strahlende Brustplatte eigentlich gefunden. Der Nahkämpfer von denen hatte die an. Ach, der mit dem Bukhari, Diva? Ja. Der mit dem Säbel. Mal gucken, sonst wären wir, glaube ich, von hier unten gekommen. Ja. Aber das wäre nicht unbedingt eine so viel schlechtere Position gewesen. Die hatten ja keine Scharfschützen hier oben. Sondern nur diese M40-Schützen. Wir hätten halt besser für die Nahkämpfer gestanden. Wir hätten weniger Deckung gehabt, weil wir hier in diesem Gang gekämpft hätten, einfach gerade. Und das war doch ganz angenehm, ne, der Kampf. Gute Ausrüstung gekriegt dazu. Abla sieht gut aus. Dann haben wir jetzt mal Zeit, das alles ein bisschen durchzuwühlen, zu gucken, dass die richtigen Leute das anziehen. Na gut, wir gehen dann zurück auf die Brücke, machen unsere Level-Ups, verteilen neue Handgranaten. Aber dafür müssen wir die Leute nicht mitnehmen. Ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren, nicht vergessen, Kanalmitglied werden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.